Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Miscreated. Ja, es geht weiter. Ich weiß gar nicht so genau, was wir heute jetzt erstmal machen. Erstmal würde ich sagen, auf jeden Fall Obacht bewahren. Es sind jetzt heute zwar nur 6 Leute auf dem Server, aber ne, wir kennen das Spielchen. Obacht, Obacht. Nö, das kann doch jetzt nicht sein. Nö. Jetzt können wir wieder nicht springen. Ja, eine tolle Rolle. Ah. Tada! So, irgendwas. Ja, wir hatten ja. Ich weiß das echt wieder nicht mehr. Ich habe ja zwischendurch mich jetzt auch nicht eingeloggt, um eventuell zu gucken, weil ich davon ausgegangen bin, dass hier alles sicher ist. Ach ja, müssen wir so, so, so. Es ist jetzt auch nicht. Ups. So krass lange her. Es war vorgestern, als ich das letzte Mal gespielt habe. Von daher. Und ich. Ich denke, es ist alles noch da. Schön. Dann machen wir direkt weiter. Ich weiß zwar jetzt nicht direkt mit was, aber ich nehme mal an, wir machen was mit Holz. Schade, dass wir die zweite große Kiste nicht noch platzieren können. Schade. Ja. Es wird der Tag kommen, da wird mich das hier tierisch entkotzen. Was ich jetzt noch machen wollte, erstmal die Lampe, die machen wir später weg. Ja, genau. Erstmal machen wir nochmal wieder, ihr kennt's, Lumber. Da. Nee, hier. What? Genau, weil. Und dann machen wir nochmal. Pass auf, wo ist das? Woodwall. Ah, scheiße, jetzt braucht er ja so viel. Ja, dann wird ihm halt nochmal Holz hacken, was soll's. Es ist nervig, es ist furchtbar, es ist so. Gut, und jetzt, Walls. Und zwar will ich. 1,3x2? Ne, hier die 2x1. Genau. Ah, da fehlt jetzt. Da fehlt uns ernsthaft denn ein Lumber zu. Ach, das ist jetzt. Da hältst du ja im Kopf nicht aus. Na egal. Und zwar würde ich das gerne nochmal so machen. So. Na komm. So. Dass wir die Tür dann hier so reinsetzen, ist das, dass wir. Ich weiß nicht, ob wir mit zwei Türen arbeiten. Einfach aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen wäre Schwachsinn, die Türen, die sind so schnell eingehauen. Aber dann hätten wir. Na, mal sehen. Ich dachte, war gerade der Meinung, dort eine Silhouette gesehen zu haben. Ich dachte gerade. So. Das gleiche nochmal hier. Echt blöd, dass wir den Hammer verloren haben. Kotzt mich voll an. Denkst du, du legst ihn einfach hin und dann fällt er irgendwo und dann weg. Das weiß ich noch, dass wir den Hammer verloren haben. Daran.
Ja. Ich glaube, die Hammer und ich, die sind einfach. Wir werden uns wohl einfach nie, 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 niemals vertragen. Eigentlich bin ich ja sowieso auch eher der handwerklich Unbegabte. Scheiße. Also jetzt ganz im Ernst, bin ich wirklich. Oh Scheiße, mach jetzt noch kein Mist hier. Och no. Ist auch blöd, dass du das jetzt nicht einfach noch mal irgendwie durchscrollen oder was auch immer noch mal so ein bisschen ranholen kannst. Theoretisch könnte man da oben noch auf bauen. Wir können allerdings nicht mehr höher bauen, von daher aber theoretisch. Was ein Schwachsinn. Können wir hier rauf bauen? Nein, auch nicht mehr. Aber könnten wir, wenn wir hier jetzt noch eine Plattform hinstellen würden, könnten wir auf diese Plattform nochmal bauen und das ist dann das höchste der Gefühle, was geht. Höher geht's denn wirklich nicht mehr. Gut, aber wie kriegen wir dieses blöde Stück Wand hier jetzt hin? Sieht doof aus. Wenn wir mich das da hinten dann einfach. Ich würde gern. Wieso geht das nur da drauf? Ja, genau da will ich es eigentlich drinne haben. Wo kommt diese weg? Nein. Schade. Und dann kommt hier halt das. Ah, das Klo. Das Klo, genau. Pass auf. Dann. Ja, die nehmen wir dann nachher auch später wieder weg. Pass auf. Bringen wir erstmal das hier wieder weg. So. Und dann gucken wir mal, was wir für das Klo brauchen. Ist das vielleicht hier unter Shelter mit drin gewesen? Nee. Und unter Furniture? Nee. Wood Table. Den würde ich gerne. Wood Chair. Wood Coffee Table. Ne, wenn dann machen wir den. Den machen wir auch. Aber pass auf, wenn wir das gerade sehen, dann machen wir das zuerst. So, erstmal wieder. Jede Menge Holz sammeln. Holz. Holz, Holz, Holz. Ich weiß gerade nicht, ob die Aufnahme läuft irgendwie. Es ist zwar. Also, DxTory hat zwar eine Datei angewendet. Erstellt halt. Aber.
Ich sehe die X-Story nicht auf meinem zweiten Bildschirm. Und die Datei hat noch immer 0 KB, das heißt, die Aufnahme. Theoretisch muss die Aufnahme laufen. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Da bin ich gerade so. Das würde ich sehen. Ansonsten seht ihr halt in der nächsten Aufnahmesession. Da ist wieder was passiert im Offscreen. Und obwohl das eigentlich gar nicht so geplant war. Und wenn nicht, dann hat das alles gut funktioniert. Klar, soweit. Die Frage ist ja nicht, hier wo ich jetzt stehe, möchte ich hier einen Tisch hinsetzen. Und einen Stuhl. Und zur Hölle noch eins, wir brauchen auch noch einen Schlafplatz. Das ist einfach zu klein. Glaube ich, weil wir gehen dann ja hier so lang. Und die Frage ist dann, ich weiß ja nicht, wie groß der Tisch wird. Ob wir hier immer noch denn so durchkommen. Und verdammt, wir brauchen noch einen Schlafplatz. Eigentlich, wenn man sich das so anguckt, es hat schon, also finde ich zumindest, was Gemütliches. Erinnert mich so, ja, so ein bisschen so an die eigene Kindheit, als man dann doch mal, als es noch keine Smartphones und Tablets gab. Und nein, oh fuck. Und man halt noch draußen unterwegs war und sich dann auch mal irgendwo mal wirklich in den Wald, sich mit dem Fahrrad wirklich in den Wald gefahren ist. Oder so verlassene alte Gartenanlagen, wo dann auch noch so auch teilweise recht schöne Gartenhäuser drin waren und man die dann halt so offen und leer standen und ziemlich heruntergekommen waren, aber trotzdem immer noch irgendwo, die waren cool, so weißt du, man hatte einfach, man war dann so 10, 12 Jahre alt und hatte da dann halt so seine Basis halt, so weißt du, und so sein kleines Versteck oder was auch immer, das war cool, damals war sowas cool, heute ist sowas total, ja, damals konntest du auch noch auf Bäume klettern. Und da hat keiner was gesagt. Meine Güte, dann bist du halt aufs Knie gefallen, hast das Knie aufgeschlagen. Meine Güte, wenn es jetzt nicht gerade groß wild war, irgendwie ab damit nach Hause. Mutti hat ein Pflaster drauf geklebt und fertig war. Heutzutage hast du da ja gleich. Ja, das sofort in die Notaufnahme, weil das wird definitiv eine Sepsis und ja, und ganz gefährlich. Ja, du bist aufs Knie gefallen, das ist eine Schramme. Aber es ist sofort eine Sepsis, das gibt eine Infektion. Du bist nur auf den scheiß Knie gefallen, du hast dir dein scheiß Knie aufgeschlagen. Wo ist da das fucking Problem? Ernsthaft, das ist. Da muss ich ehrlich sagen. Cool, das geht hier hin. Super. Da muss ich wirklich sagen, ist der Mensch wirklich so verweichlicht irgendwo und damals, wir konnten auch noch auf Bäume klettern, ohne dass sofort irgendwo jemand geschrien hat: Kommen Sie da runter, ich rufe die Polizei, ich hole das Ordnungsamt. Du bist ein Kind. Du bist irgendwo 8, 9, 10, 11, 12 Jahre alt und kletterst eigentlich nur auf dem Baum umher. Wo soll da das scheiß Problem sein, sofern du da jetzt nicht irgendwie groß den Baum versuchst einzureißen oder ich sag mal mutwillig zu beschädigen, außer das, was dann halt so ein bisschen durch das Rumklettern passiert, so minimale Spuren wie Abschürfung oder sowas. Verstehe ich nicht, ist doch scheißegal. Verstehe ich echt nicht, das ist, lass die Kinder doch machen, das ist einfach, wenn halt wirklich, und das ist leider teilweise wirklich fast überall so. Wenn. Hey. Wenn da halt einfach Gemeinden oder Städte der Meinung sind, wenn irgendwo ein ja, Wohnkomplex weggerissen wird.
warum auch immer, dass dort die Fläche unbedingt einbetoniert werden muss, um dort noch einen weiteren Parkplatz zu bauen, weil es einfach nicht genug geben kann, anstatt vielleicht einfach mal wirklich einen coolen Spielplatz oder sowas. Nein, weil ein Spielplatz, der bringt kein Geld, der kostet nur Geld. So ein Parkplatz, da kann man einen Parkscheinautomaten aufstellen, der rentiert sich in ein paar Jahren. Und so ein Spielplatz, der muss gepflegt werden und so weiter und so fort, der kostet nur Geld. Ja, aber im Endeffekt, vielleicht mal der Kinder wegen oder sowas, ich weiß nicht. Das ist im Endeffekt, sind ja auch einfach irgendwo die Kinder der Zukunft der Stadt. So, und wenn dann halt Eltern mit ihren Kindern ja wegziehen, einfach weil die Stadt kinderunfreundlich ist, kann ich das durchaus nachvollziehen. Einfach weil für Kinder keine Freizeitangebote da sind, also kostenlose Freizeitangebote. Es ist wie zum Beispiel halt einfach nur so ein scheiß dummer Spielplatz. So, jetzt das Scheißhaus hier. Das wäre doch einfach mal. Weißt du? Fünf Lamber nur? Haben wir nicht noch Lamber? Habe ich nicht jede Menge gemacht? Ja, na also. Gut, und jetzt das Kackhaus. Wo ist es da? Hier, da. Ja, wir kriegen hier Toilette. Ein Klöchen-Popöchen. Yay! Wunderbärchen. Ich hoffe, wir können es hier auch platzieren. So, da soll es hin. Genau hier in die Ecke soll dieses verfluchte. Naja, scheißegal. okay, ja, doch, doch, doch. Man sieht das da jetzt zwar noch immer irgendwie so, aber gut, okay. Gucken wir von der anderen Seite. Macht sich das so von hier? Wo ist immer Klopapier? Da brauchst du Klopapier. Soll ich dir jetzt rüberwerfen? Okay. Gut, oder auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob wir uns über unser Scheißhaus freuen können, aber wir haben ein Scheißhaus. Yay, endlich nicht mehr hinter dem Busch kacken. Gut, was können wir noch für Scheiße craften? Heute, ich weiß nicht wieso, heute machen wir eine Scheiße, ne? Kann das sein? Ein bisschen. Ein Shelter, was gibt's hier noch? Theoretisch wäre das Ding noch von Nutzen. Vielleicht zum überdachten Kacken oder sowas. Oder als Schlafplatz. Problem ist ja im Endeffekt dieses hier noch, denn so heißt dieses Gefälle, das braucht dann natürlich auch nochmal Platz und dementsprechend ist das Ganze dann sehr, 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 sehr beengt. Aber theoretisch könnte man sich hier bestimmt noch ein Bett aufstellen und dann kommt man hier bestimmt immer noch irgendwie in irgendeiner Form an die Kisten ran und wenn nicht, kommt das Bett halt hier hin. Beziehungsweise die Kisten rücken nach drüben, das Bett dann hier hin, das Bett muss direkt so quasi, auch wenn da zwei Wände zwischen sind, das muss nicht neben dem Scheißhaus stehen. Aber es gibt keine Betten. Komischerweise, kann man sich dann auf den Stuhl hinsetzen? Nö, aber was für Nutzen sollen das dann haben? Egal. Und wieso musste das jetzt? Wieso könnt ihr nicht einfach so mitnehmen? Wieso muss der noch? Ach, ist egal. Hör auf zu hinterfragen, hör auf zu hinterfragen. So, gut. Dann ist das hier so. Dann tun wir hier Select on. Ich glaube, das ist wesentlich besser als hier hinten in der Ecke. Ja, die Wand, die kommt ja nachher noch weg.
Oder irgendwann im Laufe des Let's Plays. Was ist das denn? Interessant. Interessante Bauweise. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. So. Was können wir noch machen? Tier. Passt da noch ein zweites Klo hin? Ich glaube nicht, ne? Nee. Nur wenn wir diese Wand hier wegnehmen. Dann könnte das vielleicht noch was werden. Und diese. Wenn wir die wegnehmen, passt definitiv. Dann kannst du sowieso. Na, drüber, über den Rand bauen. Ja, wieso denn eigentlich nicht? Wir können dann mit dem Arsch da drüber hocken. Über dem Abgrund, wir können uns doch vor die Basis kacken. Na, ich glaube, da müssen wir dann noch wieder ewig. Gut, was machen wir jetzt? Was machen wir? Okay, pass auf, ich weiß, was wir machen. Wir machen. Ups, so, na, hier. Ja, mach die Kiste auf. So, pass auf, wir lassen. Wie viele Verbände wir mittlerweile haben. So. Die antiseptischen lassen wir auch mal hier. Die Munition, ich weiß, die passt ganz bestimmt nicht. Bei der bin ich mir nicht sicher, deswegen nehmen wir sie mit. Das ist Schrotflintenmunition. Ich hoffe, die passt da auch. Backshot. Slug. Ich weiß nicht, wo der Schlag. Der Unterschied ist. Die Cornflakes, die lassen wir auch hier. Gut, ein bisschen Futter nehmen wir uns mit. Ach ja, ich wollte ja nochmal gucken, ob wir. Aber ich glaube, das müssen wir erst noch lernen, ne? Ups, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Warte mal, pass auf, wir gucken nochmal. Das sind Tire. Das sind Reifen. Hier Wood. Strukturmäkelheit. Other. Ja, okay, das sind nur Pfeiler. Hatten wir nicht noch Pfeile? Die hatte ich ja auch mal in eine der Kisten gepackt. Das heißt, hier muss ja irgendwann mal jemand reingekommen sein. Nur wann? Das fällt mir jetzt erst auf. Ich glaube, die waren schon in der letzten Aufnahmesession weg vor. 2 Tagen, also vorgestern, glaube ich, ne? Ich glaube vorgestern bin ich der Meinung, zuletzt aufgenommen zu haben. Gut. Na, dann ziehen wir mal los. Halt, oh, ich wollte die Spitzhacke. Hatten wir hier nicht auch mal mehr Wände oder werde ich blöd? Müsst ihr nicht beantworten. Ist wirklich nicht notwendig. Jetzt ein Ding, wenn hier irgendwo noch der Hammer gelegen hätte. Das wäre ein Hammer.
Guck mal, wenn wir die jetzt quasi noch kreuzen würden, wenn wir hier noch, dann könnte man. Ach, scheiß drauf. Jetzt habe ich die Spitzhacke wieder nicht mit. Angeblich soll man ja damit auch Metall abbauen können. Oder das war nur ein Bug und der ist inzwischen behoben worden. Ich weiß ja nicht mehr, von wann der Post war, den ich dann im Forum gelesen habe. Guck mal, dort hinten ist ja die große Stadt. Aber nein, wir gehen wirklich vorher nochmal nach Woodhaven rein. Lohnt sich das noch von der Aufnahmezeit her? Scheiße, eigentlich. Aber wir müssen ja auch noch wieder zurück. Egal, wir gehen einfach. Und irgendwann gucken wir uns auch mal zum Beispiel die Basis dort oben an. Vielleicht kommen wir da ja rein. Aber die scheint nicht verlassen zu sein.